Hallo zusammen, hallo Freunde. Das letzte Bild, wenn ihr es gesehen habt, ja leider, wie gesagt, meine Lichtquelle, meine Lampe ist mir auf das Bild gefallen. Ich habe das Fenster aufgemacht, das zweite, um einfach durchzulüften. Ich habe nicht gewusst, dass es so stark stürmt bei uns gerade. Okay, egal, passiert. Ich habe hier noch ein altes Bild, was mir eigentlich nicht so gefällt. Es ist ein bisschen rau. Die Oberfläche, aber gut. Ich möchte jetzt einen zweiten Versuch starten. Habe mir jetzt eigentlich was anderes überlegt. Etwas dünner gemacht. Ich habe diesmal Acrylbinder genommen und es mit Wodka gemischt statt mit Wasser. Wahrscheinlich gibt es dann doch einen anderen Effekt wie vorher. Werde jetzt aber in diese Farbe, also das ist türkisblau, muss ich ja dazu sagen, von Amsterdam, werde da jetzt gleich Silikon reinmachen, damit es vielleicht doch diesen Zelleneffekt schon ein bisschen mehr gibt. Und dann probieren wir das nochmal mit Sprühdose. Aber ich fand das Bild so schlecht jetzt auch nicht. Ich lasse es trocknen. Es hat sich halt, die ganze Haut oben hat sich total gewellt durch das, dass das Licht drauf gefallen ist. Passiert. Okay. Aber wie gesagt, ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil das Bild selber ist ja nicht schlecht geworden. Also wie gesagt, jetzt Acrylbinder, Acrylfarbe und mit Wodka angemischt. Und recht dünn gemacht dieses Mal auch, muss ich sagen. Ich habe jetzt einfach noch Silikon rein. Kann ich ja jetzt auch geschwind machen. Nehme wieder das 300er. Und da mache ich jetzt schon ein bisschen was rein, weil ich habe einen großen Becher. Lasst einfach einiges reinlaufen, um den Effekt dann zu verstärken. Ich muss erst mal schauen, wie der Acrylbinder reagiert und alles. Lassen wir uns überraschen. Dann rühre ich noch ein bisschen um und dann lasst uns starten. So Freunde, ich habe es schon mal blau gemacht, überzogen. Man merkt schon, es reagiert schon auch das Silikon da drin, also es ist recht dünnflüssig, da bin ich mal gespannt. Wenn ihr sowas machen möchtet, müsst ihr schnell arbeiten, weil diese Sprays, die geben natürlich schnell eine Hautschicht. Habe ich natürlich jetzt auch wieder gemerkt beim letzten Bild. Aber dann passt das. Und am besten noch mit Alkohol ein bisschen, dann verdünnt ihr das drauf wieder. Ich habe dieses 99,9% Alkohol in dieser Spritzflasche. Ich werde jetzt starten. Ich werde am besten euch unten reinschreiben, was ich für Farben dann genommen habe. Weil mit Maske, wichtig, ist schwer zu reden. Okay, dann lasst uns starten. So. Ich werde es trotzdem zur Sicherheit noch mal ein bisschen Alkohol, damit es verdünnt, drauf machen. Habe aber wie gesagt viel Silikon drin und auch schon mit Alkohol angemischt. Dann schauen wir mal. Thank you.
So, Freunde, das war jetzt der zweite Versuch. Ich merke gerade, man sollte nicht mit dem Heißluftföhn oder sowas drüber gehen, weil dann, glaube ich, wälzt sich das dann hier ein bisschen. Aber es gibt ja ein bisschen Struktur rein, also auch nicht so schlecht. Schauen wir es uns aber an. Am Rand ist auch cool, schön goldig. Da, wo es dann aufgerissen ist, wo ich mit dem Stäbchen rein bin. Und da sind so diese Punkte, hier zum Beispiel, wo ich noch Silikon nachgetropft habe. Also da muss ich noch, denke ich mal, das richtige Material rausfinden, was da gut geht. Aber es gibt halt so coole Effekte dann. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so erkennen kann. Ein bisschen Struktur. Und zu viel Alkohol ist auch nichts, weil dann verläuft es auch wieder, habe ich gemerkt. Weil so sieht es dann schon besser aus. Wie so glatt, denke ich mal. Aber ich finde, es passt. Dezent jetzt mal. Und lass uns mal trocknen. Und dann zeige ich es euch wieder auf Instagram und Facebook. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Mal was Neues. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.